Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute zeige ich euch den Eis.de Premium Adventskalender. Das ist die günstige Variante davon. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei Eis.de finden wir Erwachsenenspielzeug und sowas gehört für mich auch irgendwie ins Leben generell mit rein tatsächlich. Und ja, es bringt uns zum Lächeln. Lächeln macht schön und deswegen ist es auch irgendwie ein Beauty-Adventskalender. Ich finde das Design in dem Sinne von den Farben her dieses Jahr richtig schön. Ich mag dieses Petrol-Gold und ja fast schon schwarz, aber das ist ganz dunkel Petrol, würde ich sagen. Ist sehr, sehr hübsch und ich finde ihn auch einfach sehr schlicht, wenn man den so generell in der Wohnung stehen hat. Hinten dran haben wir jetzt keinen Ständer oder so, um den hinzustellen. Und ich würde sagen, wir werfen einen Blick hinein. Übrigens, richtig cool finde ich auch, dass wir Zwischenebenen haben und dass auf den Boxen auch tatsächlich gar nichts draufsteht. So sind die ganzen Sachen, also ist nicht die ganzen Sachen, der ganze Adventskalender ist dann auch super wiederverwendbar, dass man den neu befüllen kann. Und hier habe ich ein Spiel drin. Das passt, denn in diesem Schuber hatten wir auch ein Spielfeld, also quasi, wenn man das auseinander nimmt. Hier haben wir Spielkarten drin. Ja, auf geht's. Hot and Spicy haben wir hier. Sonderkarten haben wir hier. Okay, noch mehr Sonderkarten. Ach, das sind Joker. Too hot to handle. Okay. Und dann, also wirklich auch schön gemacht. Ne? Mag ich gerne leiden. Auch vom Design her ist es eine ganz gute Sache. Und dann haben wir hier Würfel und tatsächlich auch so Spielsteine drin. Hat keine Augen, sondern Zahlen draufstehen. Und dann in Schwarz und in Weiß einfach so zwei Spieldinger. Ja, guter Start, ein spielerischer Start in einen aufregenden Adventskalender, hoffe ich mal. Hier habe ich jetzt die Nummer 2. Ich habe mir den Adventskalender übrigens bei Amazon bestellt für 59,95 und wie gesagt 300 Euro Warenwert. Da gucken wir einfach mal. Ach, schau mal einer an. Hier haben wir einen Fingervibrator drin. Das heißt, man kann den um seinen Finger machen. Ja, und haben dann hier eine Silikonseite, wo auch Noppen drauf sind. Wenn man hier dieses Bändchen entfernt, hat man auch die Batterien quasi freigeschaltet und hier unten kann man das anstellen und damit kann man von Kopf bis Fuß stimuliert werden, um das mal so zu sagen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ja, ich weiß, in diesem Adventskalender finden wir das ein oder andere Produkt, was man so für Umme auf der Eis.de Homepage bekommt. Und man bekommt auch sehr krasse Rabatte dort oft angezeigt. Ich versuche aber hier trotzdem den Warenwert einzublenden von dem, was so aktuell der Preis war und was quasi die UVP ist. Ne? Dass man einfach so den Vergleich hat, aber ja, ne? Man muss halt am Ende einfach gucken, ob einem die Produkte es in dem Sinne wert sind. Das ist immer so die Frage. Und dafür mache ich ja hier auch dieses Video und auch generell die ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier haben wir aus Silikon einen sehr, 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 sehr soften Analplug. Und ja, der ist für ein sehr fortgeschrittenes Vergnügen, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Hier haben wir die Nummer 4. Hier ist was Kleines drin. Ah, okay, das ist, ich glaube, ein Penisring, ne? In einem wunderschönen Zartrosa. Der sieht auf den ersten Blick auch wirklich winzig aus und man denkt sich, how? Aber die sind genau erfahrungsgemäß sehr dehnbar. Also das sollte für eigentlich niemanden ein Problem darstellen. Und ja, genau, dann hat man halt gleichzeitig auch die klitorale Stimulation, weil du hier diese Noppen mit dabei hast. Aber das ist dann relativ soft. Ich denke eher für den Mann wird das ein bisschen intensiver sein. Und sowas verwendet man einfach, damit man länger kann. Hui, die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus, ist echt schwer. Vielleicht haben wir hier was Elektronisches drin. Nein, wir haben hier Pflege drin enthalten. Ein Orgasmusgel intensiviert die Befriedigung der Frau. Das hatte, glaube ich, Özlem auch in ihrer Box mit dabei, als sie mit Orion eine Box rausgebracht hat. Wie viel ist denn hier drin? 80 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Die scheinen ihre Mengen auch ein bisschen geändert zu haben, denn normalerweise hatten wir hier immer 100 Milliliter drin. Von Waterglide ist das. Und das soll einfach so ein bisschen schon mal die äußere Stimulation vornehmen, sodass dann quasi, ich glaube, das Ganze erstmal erwärmt wird und auch schon mal so ein Kribbeln gibt, ne? Und sodass das dann quasi das Erlebnis der Frau etwas intensiviert wird.
Von Nikolaus erwarte ich mir jetzt natürlich ein Knallerprodukt, denn ja, es ist Nikolaus, ne? Hier steht auch schön Satisfyer drauf. Ach, guck mal, du hast ja auch noch einen Gutschein. 50%, ich lieb's einfach, ne? 50% schenkt dir Bilder.de. Das werde ich jetzt, ja, natürlich nicht monetär hier erfassen. Aber ich finde es immer ziemlich ulkig, denn jedes Jahr macht Eis.de in den Adventskalender irgendeinen Fotogutschein mit rein. Das ist, ja, läuft. Okay, also hier haben wir einen kleinen Satisfyer drin. Egg the Bubble, ein Ei. Ah, okay, das ist aber für den Mann. Genau, ein Masturbationsei ist das. Das ist ein Produkt, habe ich auf dem Mädelsabend mal mit meinen Freundinnen zusammen ausgepackt. Du kannst da ein bisschen Wasser reinmachen und dann stülpt der Mann sich das über sein Glied, ne? Und dann ist es halt zum Masturbieren geeignet. Ja, nachdem wir dann in der 5 ja etwas für die Frau drin haben, haben wir in der Nummer 6 dann was für den Mann drin. Ich finde, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Na, da schau mal einer an. Die Nummer 7 ist ganz schön groß. Ach so, aber jetzt nicht bis oben hin befüllt. Okay. Design Silikon Handcuffs. Oh, guck mal. Ich glaube, Eis.de hat sich so ein bisschen daran orientiert, was quasi dann ja halt auch andere rausgebracht haben. Wie gesagt, die liebe Özler mit Orion. Und hier haben wir blaue Handschellen. Und es ist angenehmer tatsächlich. Die schneiden halt nicht ein. Das habe ich bei ihrer Box halt auch gesehen, ne? Und ich habe keine schmalen Handgelenke, ne? Also das vielleicht mal so aus Referenzgeschichten, wie auch immer. Und ja, bei mir ist es halt wirklich schön angenehm und lässt sich aber nicht easy entfernen, ne? Es geht halt auch ab. Ich kann ja mal so ein bisschen dehnen. Lässt sich dehnen. Das ist auch ganz gut, ne? Ja, da kann man auf jeden Fall Spaß mit haben, ne? Manchmal tut es ja auch ganz gut, die Kontrolle mal komplett abzugeben und nicht irgendwie auf alles Einfluss nehmen zu können, ne? Wenn nicht bei diesem Adventskalender, bei welchem Adventskalender denn dann soll die Nummer 8 machen, dass es kracht? Die fühlt sich an, als wäre gar nichts drin. Bitte nicht irgendwie ein Gutschein oder so. Nee, hier ist auch ein Produkt drin enthalten. Okay. Hier steht drauf, eine Silikon-Analkette. Das ist, würde ich sagen, eher so für Fortgeschrittene geeignet, ne? Also das führt man sich dann entsprechend hinten ein, um da einfach mal den Bereich sowohl zu stimulieren als auch vorzubereiten. Schon ein langes Ding, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über etwas Schweres freuen. Ach, guck mal, das ist so ein Tape, ein Bondage-Tape, genau. Also damit kann man sich auch fesseln und zu Bondage gibt es ja so viele Anleitungen und so weiter. Das ist so ein Riesending. Und dieser Adventskalender soll einen vielleicht auch so ein bisschen dazu animieren, neue Sachen auszuprobieren. Und selbst wenn man die Produkte jetzt nicht unbedingt als Paar direkt verwendet, ist es ja ganz cool, wenn man sich zusammen hinsetzt, die Produkte auspackt und überhaupt mal über Sex spricht. Ich finde es so wichtig, dass man in einer Beziehung darüber spricht. Und ich meine, ich bin bald 18 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ne? Ich weiß, wovon ich rede. Und ja, das hier ist auf jeden Fall ein Tape. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter da drauf sind. Und das ist halt jetzt nicht klebrig oder so. Es klebt halt an sich selbst. Ne? Und damit kann man dann ja anfänglich das Bondage als Paar mal ausprobieren. In der Nummer 10 darf es jetzt mit etwas sehr Großem weitergehen. Mal gucken, hoffe ich. Wir werden es gleich sehen. Ein Paddle. Okay, ein Square Paddle nennt es sich. Das ist tatsächlich auch etwas größer. Oh, ich weiß nicht, ist das wirklich Leder? Das riecht auf jeden Fall wie Leder. Nein, das ist Kunstleder, ne? Glaube ich jetzt nicht. Also das ist auf jeden Fall ein etwas größeres. Auch sowas will gelernt sein. Das ist jetzt nicht irgendwie was für jedermann. Und man fängt mit sowas einfach vorsichtig an. Und das war ein Reim. Und im Prinzip ist es so, dass man Vertrauen mit sowas lernt. So weird sich das anhört, aber genau dafür ist das eigentlich geeignet. Und natürlich auch ein bisschen zum Grenzen testen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier habe ich was sehr Kleines, Pinkes drin. Ach, das ist immer, das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch drin, ne? Immer so eine Sache. Sleeve with Recess, ein Sleeve mit Aussparung. Und das ist für das Glied des Mannes geeignet. Ja, oh, hä? Was ist, für was ist denn diese kleine Aussparung? Ist das für die Hoden? Da ist nämlich noch so ein kleiner Prompel dran. Ja, also so schaut es aus. Und da wurde auch tatsächlich letztes Jahr in den Kommentaren drüber spekuliert, wie soll man das drüber kriegen. Ne, das ist jetzt ja auch relativ ein Upturn und so weiter, wenn man das halt vielleicht direkt beim Akt macht und so. Manche haben empfohlen, das vielleicht bevor die Sache losgeht zu machen. Keine Ahnung. Und also das finde ich sehr, sehr fancy. Könnte aber auch einfach ein kleiner Bommel sein, der dann entsprechend die Klitoris der Frau stimuliert. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber gut, ist da.
Und ist natürlich auch ein sehr dehnbares Produkt, ne? Die goldene Halbzeit habe ich jetzt hier, die Nummer 12. Da haben wir eine Kerze drin. Die hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch drin. Mit Vanillekipferlduft, 14 Milliliter. Das ist so eine Massagekerze. Das heißt, du machst die an und dann kann man das Wachs, was, also ja, das Wachs oder das Öl, was da drin ist, erwärmt sich halt, wird flüssig. Und das kann man verwenden, um sich gegenseitig zu massieren an allen möglichen Körperstellen. Die Nummer 13 läutet die zweite Halbzeit ein. Oha, hier wird es jetzt mal so ein bisschen fancier. Klemmen mit drei Ketten. Sowas ist natürlich auch eine große Vertrauensgeschichte, ne? Also ja, das sind halt Nippelklemmen. Das macht Mann oder Frau sich an die Nippel entsprechend dran. Das kann natürlich durch die Ketten auch sehr, sehr hübsch aussehen, ne? Und ich glaube, der Reiz an der Geschichte besteht letztendlich daran, nicht die dran zu machen und das Optische zu sehen, das ist ein Nebeneffekt, aber das Abziehen, habe ich gehört. Oben in der Ecke hat die Nummer 14 sich versteckt. Da kann ich jetzt von... Ah, das ist so ein Puffelding. Okay, das ist ein Federkitzler. Okay, sowas ist quasi auch so ein Stück weit die abgeschwächte Version von ihm oder auch von ihm, um den Körper der anderen Person einfach zu erkunden. Und genau, das ist hier auch so schön eingepackt noch. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass man die Augen geschlossen hat und nicht weiß, was kommt und dann halt einfach so ein Federkitzler über den Körper geht und, ja, ist das auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an diese Trolls oder wie hießen die damals nochmal in unserer Kindheit? Die Nummer 15 ist jetzt etwas größer unterwegs. Ah, guck mal, hier haben wir dann auch unseren ersten Vibrator. Das ist einfach ein Silikonvibrator, der zur dualen Stimulation verwendet werden kann. Genau, oh, der fühlt sich auch wirklich schön an. Wie hießen die? Nee, nicht Rabbit. Es ist ja quasi mit tatsächlich Augen und Füßchen, ne? Es ist eine Raupe. Und diese Raupe hat hier auch noch so einen Fortsatz, der entweder verwendet werden kann, um die klitorale Stimulation anzuregen oder die anale. Und ist das schon... aufgeladene Batterien? Nein, dann nicht. Wie mache ich denn da Batterien rein? Muss man wahrscheinlich rausfriemeln. Uff. Ach, guck mal. So sieht das Teil dann aus, was quasi ja, die ganze Stimmung ausmacht. Ach, die Batterie ist noch eingepackt, aber sie ist mit dabei. Das ist doch nett. Ein Wurm. Läuft. Machen wir weiter mit der Nummer 16. Jetzt wollen sie es wissen, ne? Da hauen sie jetzt auch wieder was raus. Und zwar ist das auch wieder ein Analdildo. Okay, also das Ganze ist halt wirklich auch darauf gemünzt, würde ich jetzt mal so sagen, dass es egal ist, ob du ein Paar bist, ob du ein Single bist, ob du ein Mann, ob du eine Frau bist. Das finde ich ehrlich gesagt wirklich, wirklich gut. Und hier haben wir auch ein Doppelprodukt. Das schaut so aus. Ist aus Gummi, aus Silikon. Ja, und Silikon war das, ne? Stand da eben drauf, auf jeden Fall. Nö, stand hier nicht drauf. Okay, und das ist dann wirklich für hinten. Okay, hier noch zum Festhalten, damit nichts verschwindet. Und wofür das dann ist? Wahrscheinlich halt dann zur Dammstimulation wahrscheinlich, ne? Ist dann vor allem für den Mann ganz angenehm. Wir haben jetzt eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember und hier ist auch wieder ein Pflegeprodukt drin enthalten. Ein, ja, das hätten wir wahrscheinlich vorher schon gebraucht, ein Anal Relax Fluid, Erlebnisfluid für entspannendes Empfinden. Und hier sind auch wieder 80 Milliliter drin enthalten. Man sollte vielleicht sowas vorher verwenden, wenn man einfach solche sehr speziellen Spielzeuge noch gar nicht verwendet hat. Ne? Das ist sowieso immer, Safety First ist immer das wichtigste Gebot bei allem, was halt den ganzen experimentellen Verkehr angeht, um das mal so zu nennen. Oh, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Ach, guck mal, das hatten wir aber auch, glaube ich, letztes Mal drin. Also ein paar Doppelungen haben wir hier wirklich mit dabei. Das ist so eine Maske. Ja, einfach eine filigrane Augenmaske steht hier mit dabei. Und das ist halt so ein bisschen, wenn man, ja... Rollenspiele spielt, um das mal so zu nennen. Ne? Sie ist schön. Also das ist so aus Spitze und du hast dann hier auch zwei Dinger mit dran. Nein, das mag ich wohl leiden. Ich muss mit meinen Wimpern etwas aufpassen, weil die Augenaussparung ist doch etwas klein, um ehrlich zu sein. Aber nö, also ich finde es schön. Das ist hier auch ein bisschen fester. Ne? Das ist, ja, kannst du auch für eine Kostümparty verwenden. Cool. Ach, guck mal, hier ist noch ein Gutschein drin.
Ein 50% Gutschein vor Weihnachten. Da muss man aufpassen, wenn man den auspackt, ne? Da versteckt sich manchmal ein bisschen was. Hochwertiges Sexspielzeug, sexy Dessous, günstige Angebote und Topmarken auf eis.de. Okay, also da hast du 50% auf alles. Einmal für dich, einmal zum Verschenken. Das finde ich auf jeden Fall nett. Ich weiß nicht, bis zum 31.07.2024 ist dir einlösbar. Schön. Auch die Nummer 19 ist wieder schwer. Da ist bestimmt wieder genau Pflege drin enthalten. Ein Massageöl Natural von... Nee, doch. Von Natural ein Massageöl mit Tannennadeln. Oh, das ist ja cool. Passt natürlich in den Adventskalender. 80 ml haben wir hier drin. Und wenn du dann so einen Tannenduft hast, manchmal ist es tatsächlich sogar so, dass ich diese Massageöle, das mache ich zum Beispiel auch gerne von Kneipp oder so, ne, dann einfach umfunktioniere und generell als Körperöl verwende. Zum Eincremen, da riecht es aber nichts raus, ist auch noch verschlossen. Frech. Ich wollte jetzt im Hochsommer, wenn es 30 Grad draußen sind, einfach mal so ein bisschen Christmas-Feeling hier noch mehr haben. Habe ich. Ich habe einen Weihnachtskram an, ne? Ja. Und zack, sind wir schon im 20er Bereich. Die Nummer 20 enthält ein Produkt zum Anziehen. Penthouse Devil's Advocate. Okay, das hier ist aber einfach ein Body. Das ist relativ simpel, ne? Das hat jetzt nicht irgendwie Beine oder sowas mit dabei. Das geht dann auch auf jeden Fall klar. Ist von Penthouse, Größe S bis L. Also das ist schon dehnbares Material. Aber ja, ne? Muss man halt schauen. Genau. Hat einen schönen tiefen Rückenausschnitt. Oder falls es vorne ist, hat es halt einen vorne derbe Ausschnitt. Ja, schick. Ein Body. Die Nummer 21 ist sehr, sehr leicht. Ich habe immer Angst bei so leichten Dingern, dass da einfach nur irgendwie ein Gutschein drin ist. Ich meine, gut, hier haben wir halt wieder einen Penisring drin, ne? Ich habe gelesen, ein Penisring mit Kugelschreiber. Nein, mit Kugelstruktur. Der ist jetzt aber auch ein bisschen weiter als der pinke, den wir eben hatten. Das ist jetzt einfach ein transparenter. Der ist auch ein bisschen zurückhaltender, ne? Also... Das sieht man dann nicht. Och, guck mal. Und der ist aber auch der bedienbar. Da kannst du dich nicht beschweren hier. Machen wir weiter am 22. Dezember mit der zweiten und letzten Schnapszahl. Und hier scheint auch wieder ein Vibrator drin zu sein. Ein kräftiger Vibrator sogar steht hier drauf. Den hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch drin. Der kommt mir bekannt vor. Jetzt nicht in Pink. Ich glaube, der war in Schwarz drin oder so. Oder in Weiß, ne? Ja, das ist auch ein etwas härteres Produkt, weil das jetzt nicht so diese klassische Silikonoberfläche hat, wie jetzt zum Beispiel der Wurm, den wir eben hatten. Auch hier kannst du es aufdrehen, Batterien reinmachen, ne? Und dann wird das ganze Ding ja noch ein bisschen schwerer. Ja, also das hat für mich jetzt nicht so die allerhöchste Qualität. Nach dem ganzen Bimbamborium möchte man doch eigentlich am Tag vor Heiligabend erstmal ein bisschen chillen. Mal gucken, was hier so drin ist. Ein Delay Spray. Oh! Okay, ja, das ist natürlich cool. Das ist ein Verzögerungsgel, ne? Das heißt, es ist auf Deutsch, 15 ml sind hier drin. Da helfen natürlich auch die Penisringe, die wir schon hatten und dann noch das Delay Spray. Ja, da hat man auf jeden Fall ein bisschen länger Spaß. Heiligabend. Gucken wir mal in die Nummer 24. Hier ist auch wieder was von Satisfyer drin. Und das müsste dann das Produkt sein, was auch auf der Homepage zu sehen war. Das ist das Cutie Heart. Und ja, da der Mann ja quasi am... Nikolaustag sein Vergnügen bekommen hat, bekommen die Frauen ihr Vergnügen an Heiligabend. Und das hier ist ein Druckwellenvibrator. Hier sehen wir dann das Loch, was man dann auch auf die Klitoris halt hält, legt, wie auch immer. Und durch Druckwellenstimulation wird die Frau dann zum Höhepunkt begleitet. Und ich finde, dieses Herz fässt sich unheimlich schön an. Ich finde es auch sehr, sehr hübsch. Einfach dieses, ne, als Herz einfach. Sehr cool, mag ich richtig gerne leiden. Und ja, jetzt haben wir einmal den kompletten eis.de Premium Adventskalender ausgepackt. Manche Sachen sind neu, manche Sachen sind von der Art und Weise ähnlich zu dem, was wir letztes Jahr drin hatten. Ich finde ihn tatsächlich auch relativ anallastig, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Wenn man das nicht mag, ist es ein bisschen schwierig. Dennoch haben wir hier Produkte mit dabei, die einfach das Paar oder die Person an sich einfach dazu bringen, sich ein bisschen mehr mit dem Thema zu befassen und als Paar auch einfach dazu animiert, darüber zu reden. Und sei es, dass man ein Produkt in der Hand hält und gar nicht weiß, was es ist, es nachliest und es entweder interessant findet oder ultra witzig. Finde ich vollkommen in Ordnung, denn auch das gehört einfach meiner Meinung nach in das Liebesleben einer Beziehung. Ich persönlich empfehle diesen Adventskalender halt immer allen Paaren, weil das einfach ein cooles Produkt ist, um einfach als Paar in der Adventszeit
über gewisse Dinge zu reden, über die man vielleicht sonst nicht so redet und generell für manche auch mal miteinander zu reden. Das hört sich traurig an, ist aber wirklich so. Und deswegen, warum sollte man das nicht einfach als Möglichkeit sehen, sich den gegenseitig zu schenken und den ein oder anderen schönen Moment zusammen zu erleben? Aber auch als Single, finde ich, hat man hier auf jeden Fall seine Freude. Wenn man ein männlicher Single ist, hat man hier so nicht ganz so seine Freude. Als weiblicher Single hat man hier vielleicht das ein oder andere Produkt, was man dann im Freundeskreis vielleicht weitergibt, ne? Ich mag den Adventskalender. Also für mich sind solche Erwachsenen-Spielzeug-Adventskalender immer der Hit des Jahres überhaupt. Deswegen stelle ich sie unheimlich gerne vor. Schreibt mir aber super gerne auch eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Da können wir uns wie jedes Jahr super gerne austauschen. Dann wäre es das hier gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!